mehr verärgert. Ne? Aber wir sind schon echt böse mittlerweile. Weil wenn die Politik meint, nach sehr, sehr friedlichen Aktionen, die wir nach den ersten drei Demos in den letzten 8 Wochen durchgeführt haben, jetzt ein neues Papier rausbringen zu müssen, in dem man dann leider feststellen muss, dass das Dschungelrecht noch weiter verschärft wird nach sogenannten Verhandlungsrunden, dann dürfen wir mittlerweile echt sagen, dass die Politik uns nicht hören will. Eine Steigerung zu einer Protestaktion, wo Landmaschinen neben dem Graben an der Straße stehen, da kann sich jeder Otto-Normalverbraucher ausdenken, wo die Steigerung dafür da ist oder wo die Steigerung dann da ist. Und zwar führt es dann dazu, dass diese Maschinen auf die Straße bewegt werden. Diese Form von Demonstrieren ist dann vielleicht nicht ganz so nett für unsere Verbraucher, die wir auch nicht provozieren wollen, denn wir wissen und wir schätzen sie. Aber wir haben keine andere Möglichkeit, als sonst die Politik auf uns aufmerksam zu machen, um mit ihnen aktiver ins Gespräch zu kommen, um aktiver gehört zu werden.